alle EU-Führerscheine in Irland umschreiben. Liebe Leute, warum das im Moment die beste Lösung ist, auch alte EU-Führerscheine aus Tschechien und Polen, die eine deutsche Adresse im Führerschein hatten, auch da kann jetzt richtig gut geholfen werden, liebe Leute. Und selbstverständlich kann auch jeder andere EU-Führerschein in Irland umgeschrieben werden. Wie das alles in 2 Monaten mit einem Kunden funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo meine Freunde, zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür. In diesem Video werde ich dir anhand von Fakten zeigen, wie entspannt und unkompliziert eine Umschreibung in Irland abläuft. Die Tschechen wollen im Moment zu viele Nachweise zum Wohnsitz sehen, was dann irgendwann zu teuer und zu aufwendig wird. Wer seinen Antrag bereits in Tschechien gestellt hat, der kann jederzeit auf die schnellere Variante Irland wechseln. Sende mir dazu ein E-Mail und wir werden dir dazu ein lukratives Angebot machen. Und wer das dann noch, egal ob Führerscheinverlängerung, Führerscheinumschreibung oder gar Neuerteilung eines EU-Führerscheines in Polen, Ungarn, Rumänien, Spanien und so weiter versuchen möchte, der wird schnell feststellen, dass jeder Schritt in diese Richtung in eine Sackgasse führt. Daher keine Experimente, liebe Leute. Seit Oktober 2022 bieten wir die Variante Umschreiben EU-Führerschein in Irland an. Mit dem Selbsttest von Radek hat alles angefangen, was nach 2 Monaten erledigt war und wir genau zeigen konnten, dass die Umschreibung eines EU-Führerscheins in Irland sehr entspannt abläuft. Das Video dazu habe ich dir hier nochmals in der Jumpcard und hier unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Dieses Video nebenbei hat die meisten Klicks im Moment. Du solltest dir das Video in jedem Falle reinsehen. Inzwischen haben wir etwas mehr als 20 Kunden für Irland, die alle ohne Stress und mit nur einer kurzen Anreise am Samstag ihren EU-Führerschein aus Irland erhalten haben bzw. werden. Am Ende dieses Videos zeige ich, wie einem Kunde nach 7 Tagen sein tschechischer abgelaufener EU-Führerschein in einen irischen EU-Führerschein ausgestellt wurde. Irland, United Kingdom, Malta und Zypern gehören zum British Commonwealth, auch Kenia so ganz nebenbei. Was alle Länder des Commonwealths gemeinsam haben, dass man mit dem Führerschein nicht so eine Wissenschaft betreibt, wie es wir von Deutschland aus gewohnt sind. Ein kleines Beispiel, es gibt keinen Sehtest beim Optiker, sondern vor Beginn der praktischen Prüfung will der Prüfer sehen, dass man ein Autokennzeichen auf eine Distanz von 20 Meter lesen kann. Und das mit oder ohne Brille. Leute, die Umschreibung eines EU-Führerscheins in Irland lohnt sich auch, wenn der Führerschein schon seit langer Zeit abgelaufen ist. Wir haben gerade einen Kunden, dem wurde der tschechische Führerschein von der deutschen Polizei abgenommen, weil sein tschechischer Führerschein abgelaufen war. Das ist zwar nicht rechtens, aber es wird halt gemacht. Man kann dagegen eine juristische Klage auf den Weg bringen, aber das dauert mindestens 18 Monate und so lange ist man dann auch Fußgänger. Für diesen Kunden haben wir beim Magistrat Karlo Ivari einen Registerausdruck vom tschechischen Führerschein besorgt, woraus hervorgeht, dass der Führerschein weder eingezogen noch widerrufen worden ist. Folglich darf er auch weiterhin fahren. Mit dieser tschechischen Bescheinigung wird der Kunde einen EU-Führerschein aus Irland erhalten, kann damit sofort in Deutschland wieder fahren und hat vor unfähigen deutschen Sachbearbeitern mindestens für 10 Jahre seine Ruhe. Der Kunde wird am 20. Februar mit Radek in Irland sein, zusammen mit einem anderen Kunde, dessen Führerschein in 2015 abgelaufen ist, mit einer deutschen Adresse im Führerschein, tschechischen Führerschein. Wer damit in Deutschland in eine Polizeikontrolle kommt, wird eine Strafanzeige und eine Nutzungsuntersagung erhalten. Ein klassischer Verstoß der Wohnsitzerfordernis. Durch das Umschreiben in einen irischen EU-Führerschein wird die deutsche Adresse aus dem Führerschein verschwinden und alles ist wieder in Ordnung. Wenn du wissen willst, wie es diesen beiden Kunden ergeht, einen neuen irischen EU-Führerschein erhalten werden, dann solltest du dieses Video liken, diesen Kanal abonnieren und noch besser die Glocke aktivieren, dann wirst du kein Video zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür verpassen. Das Video dazu werden wir bis Mitte März online haben. Doch jetzt erstmal zu Radek und seinem Kunde, der nach 7 Tagen seinen EU-Führerschein aus Irland erhalten hat. Nach der Unterbrechung geht es gleich weiter. Wenn du Hilfe zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür benötigst, dann kontaktiere mich unter 069 1753 6610 oder schreib mir, ist noch besser, weil da und belegt, mir eine E-Mail an EU-Führerschein mit UE Führerschein @ scout-logik.com. Hallo liebe Leute, ich bin wieder unterwegs, bin gerade im Frankfurt Flughafen und heute fliege ich nach Dublin mit meinem nächsten Kunde, welcher wird das tschechische Führerschein umschreiben in Irland.
erwartet schon, dass D20 geht und ja, bald Frankfurt Flughafen. Und jetzt ich fliege mit meinem nächsten Kunde nach Dublin, Antrag stellen zum Verlängerung tschechischer Führerschein in Irland. Ja, das wird circa 2 Monate dauern und dann kriegt neue Führerschein wieder 10 Jahre gültig. So Leute, wir sind gerade gelandet und ja, bald haben wir Termin in Führerscheinstelle und dann in 2 Stunden fliegen wir zurück nach Frankfurt. Ich bin gerade in Dublin, hier ist die Führerscheinstelle. Und meine nächste Kunde hat Termin jetzt, Antragstellung zum Umschreiben tschechischer Führerschein. Seit halbes Jahr abgelaufen tschechischer Führerschein. So Leute, in 2 Stunden wir sind wieder in Deutschland, in Frankfurt. Ja, alles war ein paar Stunden erledigt. Super, alles geklappt. Perfekt, jawohl, servus, ciao. Du solltest auch den YouTube-Kanal vom Verkehrsanwalt Dr. Henning Hartmann besuchen, der wie ich Videos zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür regelmäßig hochlädt. Den Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. Alle aktuellen EU-Führerscheine zu meinen Videos findest du auf meiner Website eu-führerschein.ue.com/aktuelle-Führerscheine. Um den Antrag zur Umschreibung eines EU-Führerscheins in Irland zu stellen, muss die PBS-Nummer vorhanden sein. Die Identifikationsnummer wird durch uns beantragt, dauert circa 1 Woche. Die Abkürzung steht für Personal Public Service. Bei Obert war das am 1. Dezember 2022. Bei der irischen Führerscheinstelle NDSL kann mit dieser PBS-Nummer umgehend ein Termin online gebucht werden. Wir gehen da meist am Samstagnachmittag. Die persönliche Antragstellung erfolgt circa 3 Wochen später, am 20. Januar 2023. Hier der Kostenbeleg über 55 Euro von der irischen Führerscheinbehörde. Circa 7 bis 30 Tage später wird der Führerschein an die genannte Postadresse geschickt. Zur Ergänzung nochmal das Schreiben der irischen Verkehrsbehörde vom 27.01. diesen Jahres. Du siehst, es ist relativ einfach, einen EU-Führerschein in Irland in kurzer Zeit umzuschreiben. Auch der Aufenthalt in Dublin für wenige Stunden ist ein super Bonus für Irland. Wenn du mehr zum EU-Führerschein aus Irland wissen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an eu-führerschein@gout-logik.com. Wenn dir das Video gefallen, dann würde ich mich freuen über einen Like, diesen Kanal abonnieren und noch besser die Glocke aktivieren, dann wirst du über alle Videos zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür informiert. In diesem Sinne, bis bald und tschüss. Dein Führerscheintourist. Ciao, ciao.